Beute. Sind wir auf unserem Weg für den Teufel. Bravi, hey, 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 Update, Update! Sie will morgen kommen? Ja. Ey, immer hartnäckig bleiben. Wichtige Lektion von meiner Seite. Immer hartnäckig bleiben. Genau so ist es. Zusammen fallen. Zusammen stehen. Der Abend ist zu Ende. Wir gehen jetzt nach Hause schlafen. Auch wieder schlecht, ne? Das ist der Mann, der mir die Schuhe verkauft hat. Was geht, Leute? Willst du nächstes Mal billiger machen? Nein, Bruder. Da kann kurz das Fazit. Es ist 1:40 Uhr. Warte, ich mach das. Druck auf der Pille, Druck auf der Pille. Definitiv. Ich sag dir auch so. I'm not afraid. You take skate. Everybody. Come take my hand. Come take my hand. We'll walk this road together. Wir sind zu Hause. Feedback, kurzes Feedback, aber nicht lang. 7 von 10. Für erstes Jahr war es echt so 10. Ja, doch, 7 bis 8 von 10, würde ich sagen. Also. Komm, aufstehen, Playboy. Hast du da einen Red Bull liegen? Und ein Bier? Weiß ich ehrlich nicht. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin auch gerade aufgestanden. So aber, so. Ich nehme euch jetzt mal an der POV mit. Los geht's. Lauf durch die Bank mit dem Rex in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Wir machen es zu gut mit Ei. Und ich werde das in die Hand nehmen, weil ich der Meinung bin, in meinem 98er Jahrgang bin ich Top 3, was Kochen angeht. Nicht neidisch werden, wird geisteskrank. Ernst. Bitte kannst du mir gefallen tun. Kannst du braun werden? Ich mache jetzt Zuschauen und Lernen. Also, ich laufe hier gerade mit Omed. Es sind no cap, gefühlte 40 Grad. Also ich sag, also wir haben gerade nachgeschaut, es sind 34 Grad. Ich bin so schwarz geworden. Und Omed? So weiß. Air Studios, Jersey ist represent. Scheiße. Represent, yeah. Witz. Weißt du, was ich für eine Frage? Ja. Okay, sind Dächer eigentlich kostenlos? Ja, die gehen doch aufs Haus. Oh, ist der Dumme. Jawohl, Omel! Der Mittag wurde klar übersprungen. Kurzes Feedback, Jungs. War super Nachmittag. Nee. Schlecht. Ehrlich. Auch einfach mal die Zeit miteinander genießen. Genau das ist es. Und noch wichtige Gespräche führen. Auch mal die wichtigen Dinge ansprechen und dann Perfekt. Und alles hat sich That's man. Gotcha. Wir gehen jetzt was essen, danach schauen wir entspannt die Champions League und danach gehen wir schlafen. Also, wir sind jetzt am Yachthafen. Das wird ein verrückter Sprung. Hier sieht man, also ich weiß nicht, ob man sieht, es ist auch relativ dunkel, aber man sieht hier so die ganzen Yachten für die Leute, die unglaublich viel Geld haben. Hier ist auch eine G-Klasse für die Leute, die kein Problem mit den Spritpreisen haben. Wir gehen jetzt essen. Das Essen werdet ihr sehen. Prüfung. Now. Bin nicht mehr derselbe, heute bin ich selbst. Sieht auch nochmal cool aus. Bin Tiger voll Chicks. Der Schmerz ja bleibt. Fühlen wie ein Stich. Moment läuft, ne? Gleich Champions League, ist der dumm. Das erste ist so wie eine Vorspeise. Ist so ein leckeres Fleisch. Ist gut, Omed? Super. Karim! Ich habe gerade Wasabi gegessen. Ich liebe scharf. Ich habe übrigens noch irgendeine Challenge mit Eli, wo er mir das schärft. Die schärfste Soße der Welt gibt. Jetzt ist aber Omed dran mit Wasabi. Omed, komm her! Mach weg! Ist nicht so scharf, geht. Guck mal, für mich. Für mich. Ihr hört es jetzt, schon bevor das Spiel war. Liverpool wird klar gewinnen. Jürgen, du hast es dir verdient. Das sind Geschäftsmeetings. Ja, das sind Geschäftsmeetings. Ja, Champions League. Ihr kennt mich, ne? Ja, natürlich. Ja, scheiße. Natürlich kennt ihr den. Ja, international. I be in a loop, she be in a group.
Essen fertig. Es war so dieses klassische 0815 Ambiente, coole Location, du zahlst etwas mehr Geld. Aber Essen war nicht schlecht. Ich würde von mir aus sagen 7 von 10 und wir sind alle satt. Deswegen 10 von 10. Es kam so unscheinbar, so viel 500 da, zahle Bahn im Kreis. Heute. Hey, kurze Taktikbesprechung meinerseits. Patrick Ticker, wie machen wir das von der Organisation her? Oder guck mal, du rechts, ich links. Oder? Ey, wenn du heute machst, fucking Maker, for real. Yeah, for real, for real. Oder heute besser. Erinnerst du dich an die Abmachung? Erinnerst du dich an die Abmachung? Normal erinnere ich mich, Habibi. Super, super, super. Ja, kurzes Update, es ist 4 Uhr. Ich habe mich ausgeschlossen. Ich komme nicht mehr in mein Zimmer und ja. Leicht angespannte Stimmung, ne? Er macht. Er macht ernst. Top, ehrlich. Alle denken jetzt, boah, wow, was für eine geile Aussicht. Ja, ach, coole Aussicht, aber. Es ist 11.01 Uhr und ich habe es geschafft, wieder in mein Zimmer zu kommen, beziehungsweise ich musste die ganze Nacht woanders schlafen, weil ich mich selber ausgesperrt habe. Immer Feedback. Ja, oh, sag mal so, ne? Wenn sie eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Das heißt, heute geht's weiter. Ja, aber warum hast du nicht einfach weitergemacht, ganz professionell? Ja, Bruder, weißt du, wie du es auf Video sehen kann. Hä? Ich wollte es nicht auf Video. Ja, aber ist doch egal, wenn es auf Video ist. Du hättest deine Performance abziehen können. Weißt du, wie du reagiert hast? Durchziehen, die 10 Sekunden mitnehmen auf Handy. Beckern, Zitat. Ich hätte gestern Dinge gemacht, auf die ich im Nachhinein nicht stolz gewesen wäre. Das Team. Teamgedanke wichtig und das ist auch das Coole. Gib du mir mal ein Feedback zu dem. Was seid ihr? Jeder einzeln, ich sag ehrlich. Du, ich. Und der. Alles Loser. Loser. Bevor ich schlafen gehe, schau mir da. Ich sag, Bro, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du fliegst? Aber so 90. Bitte, ich selbstbewusst sein. Kam diese 90, Bruder. Das hat 90%. Bruder, 90? Welches Selbstbewusstsein, Bruder? Das ist schon ein Bett, Bruder. Oh my God, we're having a virgin. I wish my brother had made it out surgery. I be up thinking that shit. Guten Morgen. Abend vorbei. Ihr habt gesehen, ich habe, glaube ich, draufgehalten bei Omet. Ihr werdet ein paar Einblicke sehen, was ich auf jeden Fall verraten kann. Wieder leer ausgegangen. Wir gehen jetzt auf ein Boot, werden uns da sonnen, ein bisschen entspannen. Das Wetter spielt gerade so semi mit, aber ich hoffe, das wird über den Tag noch besser. Ich habe total Angst vom Meer. Ich glaube, das werden jetzt viele fühlen. Kennt ihr das? Ich habe Angst, wenn ich nicht sehe, was unter mir ist. Und im Meer logischerweise sehe ich ja nicht, was am Boden ist. Also ich sehe den Boden nicht. Und ich habe immer das Gefühl, ich könnte jetzt von einem Hai gegessen werden bzw. angegriffen werden. Und ich werde heute ins Meer springen, weil ich ein tapferer junger Mann bin mit einem Traum. Ich gehe mal zum ersten Mal Kanu fahren oder paddeln. Ihr werdet das Ganze auf Video sehen. Ich habe mir sehr, sehr Angst, ins Wasser zu fallen. Ich sehe den Boden nicht. So, we will see. Ey, super. Ey, ich hab voll die Fühle, mir geht's echt nicht gerade. Bruder, chill. Ich hab voll Angst bei sowas. Ey, das Teil. Ey, rafft euch mal. Ich hab ja, Willi flexen nochmal, ne? Ist scheiße. So krass. Hey! Ah! Okay, und jetzt Slow-Mo und Sexy Musik an. Ich hab Angst. Ich hab unnormal Angst. Klopper zusammen. Und jetzt sexy Slow-Mo. Jetzt hab ich Salzwasser im Getränk. Brauchst du mich? Ja, aber ehrlich, war. Bruder, du hast mich gefickt. Was? Okay, ich geh auf. Dicker! Er traut sich. Ey, wer kann? Ja. Das ist nicht so leicht, wie es ausschaut, ne?
Oberschenkel, aua! Yeah. Yeah. Klatsch nochmal. Ja, Bruder. Real Talk. Vergesst nie, woher du kommst. Danke, Eli. Danke, Sintel. Danke, Jordan. No cap. Real Talk. Weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Ja, nee. Ja, nein, nein, top, ernst. Ich bin doch nach Phase, ey. Ich bin doch nach Phase. Ja, Eierlecken. Eierlecken. Ja, top. Wir alle Eierlecken. Ja. Wir fahren von 12 Uhr bis 19 Uhr. Ich glaube, ihr hattet ein paar coole Bilder. Jemand war sogar erfolgreich, Auswärtsspiel. 3 Punkte. Erstmal dazu Glückwunsch. Derjenige, der es war, ist auch im Video zu sehen. Deswegen, ich habe drauf gehalten. Omet ist. Ich falle raus aus der ganzen Geschichte. Mein Mann bleibt treu. Ey, war nice. Ey, Sie okay. Man muss wirklich hier auch mal erwähnen. Komm, jetzt reicht ernst. Ich habe so krasse Schmerzen, die Schuhe reiben die ganze Zeit an meinen Knöchel. Mal sehen, ob das jetzt besser wird. Es tut so weh, das glaubt ihr gar nicht. Wow. Ich werde jetzt schon wissen, was Eli zu den Schuhen sagt. Ja, Quatsch. Also, einfach normale Schlappen, am besten von Elevate oder von Air Studios. Nee, wieder scheiße, ne? Aua. Es gibt einen klaren Schuhwechsel. Diese Schuhe, ich zeige euch ganz genau, was das Problem ist. Die reiben an meinen Knöchel wie eine Eins. Ist für alle Fußliebhaber jetzt ein Screenshot machen. Lecker! Can't wait to phone them, catch. Keep calling me a rapper, I might be the one. Also, wir sind jetzt bei Mustard Abe. Los geht's! Ja. Bin am Sommer, ich hoffe, es kommen keine Cops. Denn ich hab Blüten dabei und die Luft. Scheiße. Das, normal, das Fleisch oder das heißt Sushi, wow, wow, wow. Ich wünschte, ihr könntet jetzt in dem Moment das probieren. Viele kennen es, viele auch nicht, aber das Fleisch, wow. Dieses Sujuk Chok Cuisin. Ja, nee. Oh. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist bei Berkan? Er könnte einer vom Partybrüder sein. Ist der dumm? Naiv! Ich bin manchmal assi. Aber ich hab Herz. Ja. Ehrlich, ich hab Herz. An alle Leute, die auch so sind, macht das in eure Biografie. Adam, gib mir mal das Zitat über euch drei. Hä? Ihr drei. Der will jeden Tag hören, ne? Er hat gestern genau dieselbe Wurst. Dann sag was anderes, push uns. Sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Soll ich jetzt richtig pushen? Nein, ja, sag die Wahrheit. Soll ich die Wahrheit sagen? Ja, so was ich. Eigentlich. Positiv, Bro, alles Kopfsache. Was soll ich pushen? Der war gestern ganz oben dabei, hat sich gewetzt. Und da, Mr. Bean. Bro, geisteskrank Loser, ne? Es geht 1-1-2-2. Mr. Nice Guy ist so High School Musical American Pie.